Kürzlich hatte ich die Gelegenheit, einmal Arnold Schwarzenegger persönlich kennenzulernen. Und im Rahmen eines Workshops hat er dann auch seine Lektionen geteilt, seine Biografie ein wenig transparenter geschildert, wie sie genau verlaufen sind. Und er hat uns auch seine Tipps mitgegeben, die ich heute mit dir teilen werde. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und wir helfen jedes Jahr Hunderten von Menschen dabei, ihr Unternehmen zu starten, durch Krisen zu gehen, zu wachsen und schließlich ihr Unternehmen zu verkaufen. Und alle Menschen haben eines gemeinsam, nämlich Krisen, Herausforderungen und Widerstände. Und das ist gut so. Denn wenn du in ein Fitnessstudio gehst und du hast keine Widerstände, keine Gewichte, nun, welchen Trainingserfolg gibst du? Wie weit ist dein Wachstum sichtbar? Gar nicht. Und so ist auch das Leben für uns ein Trainingsstudio, damit du und ich, wir uns weiterentwickeln können. Und Arnold Schwarzenegger, der hat große Erfolge im Fitnessstudio erzielt. Er hat große Erfolge mit Fitnessstudios erzielt und er hat große Erfolge danach noch erzielt. Und seine Lektionen, die hat er geteilt und die wichtigsten Ergebnisse, die werde ich dir heute mitteilen. Die erste wichtige Lektion, die uns Arnold gelernt hat, dass um erfolgreich zu werden, ist es Voraussetzung, eine Vision zu haben und auch zu erkennen. Zweitens, dass diese Vision nicht umsetzbar ist, möglicherweise an dem Platz, in dem er momentan ist. Er selbst ist als Kind in Österreich aufgewachsen, in einer Familie mit ärmlichen Umständen, hat aber durch einen Film eine Vision bekommen, nach Amerika zu gehen. Und er hat die Vision entwickelt, das dann durch seinen Fitnesssport dann auch zu erreichen. Und deshalb bist du auch eingeladen, dir genau Gedanken zu machen, was deine Vision im Leben ist, wo du Großes erreichen willst und dann auch bereit zu sein, den Ort, in dem du jetzt gerade bist, den zu verlassen. Der zweite wichtige Aspekt ist, den Arni uns gelehrt hat, ist, dass wir keinen Plan B haben sollten. Denn viele Menschen haben immer noch ein Hintertürchen offen oder eine Brücke zurück ins alte Leben, sozusagen eine Lebensversicherung. Und er hat gesagt, dass das ein Hauptgrund ist, weshalb Menschen nicht erfolgreich werden. Er hat sich ein Ziel gesetzt, eine Vision gehabt. Er wollte beispielsweise Weltmeister werden. Und er ist es aber am Anfang nicht geworden. Und wenn Menschen jetzt einen Plan B haben, dann sind sie gar nicht mehr bereit, aus dem ersten Misserfolg zu lernen und aus den Lernerfolgen einen besseren Plan zu machen und noch besser zu werden, noch besser zu trainieren, mehr zu wachsen, um einen zweiten und dritten Anlauf zu versuchen, der dann erst den echten Erfolg bringt. Das heißt, habe immer einen Plan A und verfolge den und beschütze dich davor, dass deine Energie abgeleitet wird oder du zu früh aufgibst, weil du noch einen scheinbar besseren Plan B hast. Die dritte Lektion, die Arnie uns gelehrt hat, ist, dass Probleme, Schwierigkeiten, scheinbar unüberwindbare Schwierigkeiten auch Lösungen sein können. Und das hat er an seinem eigenen Beispiel demonstriert. Als er in die USA gekommen ist und sich schließlich beworben hat als Schauspieler, dann haben ihm die ganzen Manager und Agenten gesagt, sie wollen Schauspieler werden, dass ich nicht lache. Sie haben viel zu viel Muskeln, sowas will kein Mensch haben. Und genau das war aber bei seinem ersten großen Film Conan der Barbar die wichtigste Voraussetzung, sodass der Direktor gesagt hat, wir konnten den Film nur drehen, weil es einen solchen Schauspieler wie Arnold Schwarzenegger gab. Hätte es ihn nicht gegeben, hätten wir ihn erfinden müssen. Auch sein zweiter großer Filmdurchbruch Terminator war nur möglich, weil er ein Problem hatte, was für ihn zur Lösung geworden ist. Weil er nicht daran geglaubt hat, dass sein Dialekt dieses Problem ist. Denn auch hier haben die Agenten gesagt, wie sie wollen mit ihrem Dialekt hier in Hollywood Schauspieler werden. Dass ich nicht lache, das wird niemals was. Aber Arnie hat nicht aufgegeben, er hat sich weiter beworben und schließlich fand das Casting statt für die Besetzung von Terminator. Und nachdem alle Schauspieler vorgesprochen hatte, hat er den Zuschlag bekommen. Und der Arnie hat mich nachgefragt, wieso habe ich den bekommen? Ich habe doch diesen Dialekt. Und da meinten sie, ja, das ist das Interessante. Ihr Deutsch, das klingt so roboterhaft und genau deshalb sind Sie der Richtige für die Rolle. Deshalb hat er Terminator gespielt. Das bedeutet, dass das, was andere Menschen dir sagen, weshalb du es nicht schaffst, weshalb du nicht geeignet bist, weshalb dich keiner braucht, in Wahrheit genau die Gründe sein können, weshalb du erfolgreich wirst. Deshalb lass dich von Meinungen anderer Menschen, vom Geschwätz anderer Menschen nicht abbringen, sondern setz dir dein Ziel, deine Vision, schaffe deinen Plan A und bleib dran und mache das Beste draus, so wie Arnie es gemacht hat. Die vierte Lektion, die uns Arnie gelehrt hat, ist, dass er immer darauf geachtet hat, sich nicht zu verkaufen, unabhängig zu bleiben. Denn viele Schauspieler, die müssen jede Rolle annehmen und das wollte er nicht. Deshalb hat er erst normal gearbeitet, BWL studiert, er hat Unternehmen aufgebaut, er hat die schließlich verkauft, seine Fitnessstudios, hat dann in Immobilien investiert, die verkauft, mehr Erlöse gemacht und größere Immobilien aufgebaut, sodass er, als er in Hollywood angefangen hat, als Schauspieler, schon finanziell unabhängig war. Und so konnte er sich die Rollen aussuchen. Und genau dazu lade ich dich auch ein, dir Gedanken zu machen, einen Plan zu machen, wo du Schritt für Schritt
wie beim Springen im Schwimmbad, erst auf den Startblock gehst, dann auf das 1 Meter, dann auf das 3 Meter Brett, dann auf das 5 Meter Brett, bevor du dann auf das 10 Meter Brett gehst. Mach dir also einen Plan über mehrere Etappen, über mehrere Jahre, sodass du dich Schritt für Schritt hocharbeitest und dich nicht von anderen Menschen herumschubsen lassen musst. Die fünfte Lektion war, dass Arne uns auch ganz klar gesagt hat, dass Erfolg heißt, immer einen Preis zu bezahlen. Und als er Weltmeister im Bodybuilding werden wollte, da hat er 5 bis 6 Stunden am Tag trainiert, neben seiner Arbeit. Auch später, als er sich dann als Schauspieler beworben hat und die Ersten gesagt haben, also mit ihrer Sprache, mit ihrem Akzent, das wird nichts, dann hat er sich auch Sprachschule, Schauspieltraining genommen. Und auch nachdem er seine ersten Misserfolge produziert hat, seinen Film Herkules, der nichts geworden ist, der ein Flop geworden ist, hat er nicht aufgegeben, sondern hat sein Training intensiviert. Das bedeutet auch für dich, dass du sicherlich in deinen 168 Stunden schlafen musst und deine Arbeit hast 30, 40, 50 Stunden. Aber dann hast du immer noch circa 50 Stunden zur freien Verfügung. Und Arne lädt dich ein, genauso wie Sportler und Musiker es tun, am Tag 5 bis 6 Stunden zu trainieren, um die große Vision, die großen Ziele umzusetzen. Sein Abschlussspruch war auf dem Workshop hier in Berlin, dass die Leiter zum Erfolg nicht zu erklimmen ist mit den Händen in der Tasche. Zusammengefasst also ist das Wichtigste, dass du eine Vision hast, dass du daran glaubst, dass du dich nicht abbringen lässt, dass du lernst, trainierst, einen Preis bereit bist zu bezahlen und dass du dich nicht von anderen Menschen Meinungen abbringen lässt nach dem Motto, du hast das nicht oder du hast das und deshalb wird es nichts, sondern genau das, was andere Menschen sagen, was möglicherweise nicht dazu führt, das kann der Schlüssel sein zu einer Tür, die sich öffnet zu deinem Erfolg. Wenn du Unterstützung brauchst auf deinem Weg, deine Vision zu verwirklichen, entweder als Führungskraft oder als Unternehmer, dann kannst du gerne einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Unsere Berater und Coaches helfen dir genauso, wie auch Arne diverse Coaches und Berater hat, die er auch vorgestellt hat, die persönlich ihn über viele Jahre begleitet haben. Und gerne sind wir deine Begleiter auf deinem Weg zu deinem Ziel. Gerne kannst du nun einen Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch, unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Viel Erfolg wünscht dir dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50 bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.